Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 2 Remake. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Cool bleiben. Hoffentlich bist du tot. Nein, Mist. Wo war er denn hier mit... ich glaube hier, ne? Der Schwachkopf steht doch gleich auf. Oder? Was sind denn hier die Duschen? Irgendwas. Irgendwas zu mitnehmen. Ja, der steht auf. Nein. Stehst du auf? Nein. Wie du möchtest. Schon wieder Pulver. Da ist nix. Welcher Korb ist auch nix. Hieß doch das Stars. Büro, oder? Müsste zumindest mal sein. Ja, die Pisser, die werden gleich alle aufstehen. Geht sicher. Was zur Hölle ist das? Hier sind wir im Start, Bro. Lass mal erstmal. Sieht ein bisschen anders aus. Das hier ist Albert Wesker sein Büro wohl, ne? Batterie. Ja, die kann ich nicht nehmen. Oder? Ja, lass ich erstmal da liegen. Da ist das Bild. Krass. Cool. So. Internes Memo. 22.09.1998. Interne Büro Bedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor der Dreizahlenschloss von Stars Büro im zweiten Flur ins Büro Westseite im ersten Flur verlegt. Die Kombination lautet L9 R15 L7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Klar. Hoffentlich haben die nicht geändert. Ja gut, die Batterie, vielleicht gibt es hier einen Elektroschocker. Ja, Granaten, 4 Stück, vielleicht, cool, ey cool, die, das hängt ja da, das hier ist doch Chris sein Dings, und hier Jill, die Barrett, ein Hund, gibt's beim Chris irgendwas. Und die Claire, man kann bei der auf dem Rücken auch hier dieses Made in Heaven erkennen, ne? Oder? Ja, wie bei der Jacke hier. Eine Granate. 2 Stück. Hier, das müsste Barry sein. Sitz sein. Kann ich nichts untersuchen. Das ist eine Maschinenpistole. Coole Sache.
Okay. Also mal hier. Ach ja, gut, okay. Habe ich nicht. Habe ich nicht. So. Hier ist doch bestimmt der Erste-Hilfe-Spray. Kann ich das nicht? Gut, egal. Was ist das hier? Hochwertiges Schießpulver. Komm, nehmen wir und dann machen wir nochmal so Säurezeug. So. Gut, das Ding ist geblieben, aber wo ist der Tresor? Der stand vorher hier, gell? Also in dem Originalspiel. Jetzt ist das da hinten der Raum. Komm, probier ich mal, den scheiß Wichser fertig zu machen. Wie kann ich noch mal wechseln? R1, gell? Zack. Davon habe ich ein bisschen mehr. Ja, habe ich doch gleich. Quasi, eigentlich. Versuche ich mal den Pisser umzuhauen. Ist er nicht mehr da? Wieso ist er nicht mehr da? Ich höre den doch. Alter Schwede, hier. Gut Leute auch unterwegs. Hier hast du. Na, wie war das? Du Mistvieh. Und eine Trophäe erhalten. Aber da habe ich an Platz gar nichts. Doch, klar, habe ich ein bisschen Platz. Dann nehmen wir hier das Kraut. Soll ich das Kraut mitnehmen oder? Lieber die Batterie. Was ist das für ein Ding? Batterie, eine Standard 9 Volt Batterie. Aber wofür? Ja, lass ich erstmal hier liegen. Nehme ich Kraut mit. Oder gar nichts. Lass ich beides hier liegen. Gut, die Fischer, die sind doch nicht so krass. Scheiß Liga. Ist verschlossen. Ah, hier ist das andere Symbol, okay. Ist ja nicht hier entriegeln, einfach. Na klar. Ach so. Ach so. Die muss ich jetzt alle Zombies da töten. Da ist so bestimmt irgendwas. Da oben ist einer. Da hinten steht einer. Es waren doch noch ein paar Türen verschlossen mit der Kette. Dann nehme ich die 9 Volt Batterie mit. So. Und dann suche ich erstmal hier die Türen, die verschlossen waren. Mit der Kette. Weiß allerdings nicht wo. Nicht mehr. Da war eine C4-Tür, ne? Mit einer C4. Hinten gab's gar nichts. Hier komme ich wieder zum. Hier war eine C4. Ja, wen hat er da angeschlossen? Hat er doch geschrieben, er hätte jemanden da eingeschlossen.
Ja gut, irgendwas muss ich hier machen können, ne? Nicht cool. Ach komm, ich knall die ab, ey, jetzt. Ich muss wissen, was hier so los ist. Da komme ich nicht durch. Ich muss den da irgendwie bewegen, ne, damit ich rüber kann. Hör auf zu kotzen, Junge. Scheiße, scheiße, scheiße. Du Arschloch. Das ist kein Arschloch, das ist eine Frau. Die steht auch auf. Komm, lauf schnell vorbei, Claire. Gut. Mann, wenigstens bleiben Löcher in der Wand. Mist. Das hier wird wohl hoffentlich tot sein, oder? Mann, das ist echt kacke mit dem Ziel. Oh ja, das sieht gut aus. Volltreffer. Steh nicht auf. Ich sehe irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob mein Timer überhaupt läuft. Ja, doch, läuft. Okay, so hat ja, scheiße. Sieht scheiße aus. Gut, also das hier geht nicht. Ich habe vom ersten Stock habe ich Code für den Tresor, ne? Aber wo war im ersten Stock ein Tresor? Ich weiß gar nicht. Doch, ich weiß es. Im Polizeibüro. Stimmt. Dann gehe ich mal hier drin. So, wie war der Code? So, das ist hier. L9, R15, L7. Also. L9. Scheiße, Leute. Timer klingelt. Machen das im nächsten Part. Wieder Pause.